Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 26.09.2020. Heute war Sonja da, heute ist Samstag. Es war ganz schön mit Sonja. Mein Vater hat am Montag Geburtstag und ist morgen nicht da. Nicht da, weil er arbeiten ist. So. Deswegen haben wir mit der Familie, also meine Geschwister, ich und meine Mutter, heute schon mit meinem Vater gefeiert. Also nicht Geschenke gegeben, nur meine Geschwister, sondern Kuchen gegessen und so und Kaffee getrunken. So näher war der Welt da. Und ich habe mich immer wieder mit ihr zurück ins Zimmer verzogen, weil es mir zu laut war. Und ich habe mit Sonja Kaffee getrunken, getratscht und wir waren zwei oder dreimal draußen, weil sie geraucht hat. Ich bin auch immer fast rauchfrei. Ich habe eine geraucht letzte Woche. Die habe ich auch zugegeben von meinem Vater. Und sonst war eigentlich nichts. Meiner Lunge geht es viel besser. Ich habe keinen Husten mehr, wie ihr hört. Und bekomme gut Luft. Und mit Sonne war es ganz, ganz schön und wir haben getratscht und gelacht. Ich war wieder ziemlich müde. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit noch müder als sonst bin. Gestern habe ich bei Corinna fast 45 Minuten gebraucht, bis ich wach geworden bin, weil ich mittags eingeschlafen bin im Rollstuhl. Aber heute hatte ich die Augen im Messer zu. Ich habe zwar nicht geschlafen und wir haben uns gut unterhalten, aber ich war trotzdem die ganze Zeit müde. Und das war ein bisschen anstrengend, aber es hat mir gut gefallen mit ihr. Und ich hoffe, es hat sie nicht so gestört. Sonja war bis 18 Uhr da. Hat mir dann noch einen Kaffee gemacht und ist dann gefahren, weil sie bei einer Freundin eingeladen war. Und mir nur bis 18 Uhr schreiben. Es war insgesamt ein sehr schöner Tag und angenehm. Ich habe mich auch gefreut, meine Geschwister wiederzusehen. Obwohl ich meinen Bruder gar nicht gesehen habe. Aber mein gleichaltriger Bruder war arbeiten, hatte also keine Zeit. Ich finde es halt immer, mein gleichaltriger Bruder ruft immer 3 Tage vor dem Geburtstag an, ob man schon ein Geschenk hat und ob er was beilästen dazu zahlen kann, damit er auch eins hat. Und ich finde es halt immer respektlos, wenn er nicht an die Geburtstage denkt, nur an seinen eigenen und nicht an den von Mama und Papa oder Vatertag und Muttertag. Und wenn er eingeladen ist, dass er nichts mitbringt oder so. Ich finde das voll schade, weil das Zeichen von Respekt und da geht's gar nicht ums Geschenk, aber einfach aufmerksam sein und mitdenken ist, finde ich, schon wichtig. Und
Er hat mich gestern angerufen und meine anderen Geschwister auch, ob wir was für Papa haben. Alle hatten was außer er. Er war heute auch nicht da, dafür kann er nichts mehr arbeiten muss. Aber er wird am Montag wahrscheinlich auch nicht auftauchen oder kein Geschenk haben. Und das finde ich schade. Oder nicht mal Blumen oder was Süßes. Ich meine, mein Vater ist ein Mann, aber der braucht keine Blumen, aber mein anderer Bruder hat meinem Vater zumindest Süßigkeiten und einen Pyjama mitgebracht, was ihm sehr gefallen hat. Und ich finde das halt respektlos von meinem gleichaltrigen Bruder. Weil mein anderer Bruder, der auch so alt ist wie ich, denkt auch dran. Und ich denke auch dran. Und auch am Vatertag und Muttertag ist dasselbe. Das wird so oft im Fernsehen angekündigt, dass Vatertag und Muttertag ist. Und er denkt einfach nicht daran. Es ist ihm nicht wichtig. Wie gesagt, es geht nicht um die Geschenke, aber um die Aufmerksamkeit. Und das finde ich irrsinnig schade. Aber naja. Ich habe von meinem Vater dieses Jahr auch noch eine Kleinigkeit und etwas sehr Unpersönliches, einen Gutschein. Aber ich habe ihn bis zuletzt gefragt, was er sich wünscht. Und er konnte die Frage nicht beantworten. Deswegen ist mir auch nichts Besseres eingefallen. Und sonst mache ich mir schon Gedanken, was ich verschenke. Wenn er sich was wünscht, bekommt er auch genau das. Oder wir zahlen zusammen, wenn es was Teureres ist. Aber ja, es ist halt so gelaufen. Ich glaube, mein Geschenk ist trotzdem nicht schlecht. Naja, sonst war heute nichts. Ich hatte keinen Albtraum. Mir ging es am Abend gestern echt schlecht. Richtig schlecht. Ich möchte gar nicht beschreiben, wie schlecht. Ich habe Angst vorm Einschlafen gehabt, dass ich wieder das träume. Und war sehr unruhig und habe mich nicht wohl gefühlt. Heute geht's mir besser. Und ich glaube auch, dass ich heute besser schlafen werde. Morgen muss ich nicht aufstehen. Ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Marines.